Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Wilken für die Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es wäre von mir gelogen, wenn ich von mir oder meiner Fraktion behaupten würde, dass wir jede Regierungserklärung in diesem Haus mit großer Spannung erwarten. Aber, sehr geehrte Frau Justizministerin, diese Erklärung hatte nun wirklich überhaupt keinen Neuigkeitswert. Alles bereits mehrfach gesagt oder schon vor Wochen in der Zeitung nachlesbar gewesen. Das, Frau Justizministerin, nenne ich Diebstahl kostbarer Lebenszeit, und das ist kein Kavaliersdelikt. Außerdem strafen Sie so nebenher den stellvertretenden Ministerpräsidenten Lügen, der doch letzte Woche behauptet hat, Sie würden nicht so laut wie die anderen gackern, sondern er würde die schönsten Eier legen oder so ähnlich. Das Substanziellste, was ich von Ihnen gerade gehört habe, ist noch Ihre Positionierung zu Freiheitsstrafen für Schwarzfahrer als Ultima Ratio des Rechts. Doch auch das haben Sie bereits vor Wochen in der FAZ in einem Gastbeitrag veröffentlicht. Nun, wir haben an dieser Stelle eine grundsätzlich andere Auffassung. Wir wollen eine Änderung der rechtlichen Grundlagen für Bagatelldelikte wie Schwarzfahren oder Cannabisbesitz. Dies würde eine neue personelle Ausrichtung sowohl für eine bürgernahe Polizei als auch eine Entlastung der Justiz ermöglichen. Aufgaben wie die Strafanzeigen wegen Besitz geringerer Mengen von Betäubungsmitteln, Schwarzfahren usw. verschlingen Tausende von Arbeitsstunden und werden doch aus guten Gründen in der Regel wieder eingestellt und dienen fast nur der Statistik. Außerdem wissen Sie, und das haben wir an anderer Stelle schon mehrfach deutlich gemacht, unsere Lösung für das Schwarzfahren sieht eh ganz anders aus. Wir treten für einen Nulltarif im ÖPNV ein. Dann hat sich das eh erledigt. Doch zurück zu Ihrer Regierungserklärung. Es ist schon ein beeindruckendes Selbstlob, wie Sie hier die Stellensituation im Justizbereich über den Klee loben und dabei den vorherigen jahrelangen Stellenabbau mit keinem Wort erwähnen, obwohl auch dafür die CDU in diesem Land die Verantwortung zeigt. Ich erinnere daran, wir haben 1.000 abgebaute Stellen im Justizbereich seit 2003, also seit der Operation Düstere Zukunft. Es ist sicherlich richtig, dass in den letzten Jahren Sie Stellen in der Justiz wieder aufbauen bzw. einen Abbaupfad gestoppt haben. Aber ich habe bereits im Rahmen der Haushaltsdebatte darauf hingewiesen, das tun Sie ungleichgewichtig. Sie stärken vor allen Dingen den Richterbereich. Und Sie vergessen dabei, dass in dem gleichen Maße, ich sage nicht, das war das Missverständnis letztes Mal, dass Sie gar nichts tun, aber dass Sie in dem gleichen Maße zuarbeitende Stellen auch aufbauen müssen. Sonst wird das nichts mit einer guten Justiz in Hessen. Wir haben im nichtrichterlichen Dienst, im mittleren Dienst und Schreibdienst von 3.050 Stellen noch im Jahr 2009 auf 2.800 Stellen einen Abbau zu verzeichnen, ohne dass jetzt wieder aufgebaut wurde. Und wir haben deswegen eine völlige Überlastung in diesem Bereich. Deswegen haben wir mit unseren Haushaltsanträgen neue zusätzliche Stellen beantragt, die Sie selbstverständlich nicht zustimmen können. Und ja, Sie schaffen neue Stellen. Doch auch Sie haben heute das Schreiben vom Bezirksrichterrat beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof bekommen, aus dem Frau Hofmann bereits zitiert hat. Aber weil das eine so wichtige Passage ist, möchte ich auch noch einmal diesen Satz zitieren. Der Bezirksrichterrat hat erfreut die Absicht zur Kenntnis genommen, 14 neue Stellen im richterlichen Bereich und 16 Stellen für den Bereich der Serviceeinheiten auszuweisen, wenngleich diese Stellenzahl hinter dem rechnerischen Bedarf an zusätzlichen Stellen
deutlich zurückbleibt, schreibt der Bezirksrichterrat. Und weiter. Die erstinstanzlichen Verwaltungsgerichte wiesen 2017 im richterlichen Bereich eine Belastungsquote von 279% auf. Es bedarf keiner näheren Darlegung, dass durch diesen immensen Zuwachs schon jetzt deutlich längere Verfahrenslaufzeiten entstehen. Insbesondere für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Serviceeinheiten ist die Arbeitssituation unzumutbar. Die Gerichtsbarkeit wird trotz der Stellenvermehrung Jahre benötigen, um wieder zeitnah entscheiden zu können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie mir schon nicht glauben, glauben Sie doch wenigstens Ihren Richtern und Richterinnen. Es reicht nicht, was Sie da tun, und Selbstlob macht es nicht besser. Die gleiche oder vielleicht sogar in einigen Bereichen noch krassere Situation haben wir im Justizvollzug. Eine extrem hohe Belastung, einen extrem hohen Personalkrankenstand seit Jahren in vielen Vollzugsanstalten. Es müssten 10% Stellenaufbau geschaffen werden, um allein nur die wegen Erkrankung fehlender Kolleginnen und Kollegen auszugleichen. Und da rede ich jetzt noch nicht für die zukünftige Vereinbarkeit von Familie und Beruf, für die wir uns auch stark machen. Ich rede mal erst nur, dass ein Normalbetrieb wieder möglich ist, um den Krankenstand auszugleichen. Nichts davon wird von Ihnen gemacht. Dazu gehört dann selbstverständlich auch der Grund, warum wir die Beschäftigten in den JVAs haben. Gefangene müssen respektvoll behandelt werden. Und auch da hapert es an allen Ecken und Enden. Wir haben die Diskussion über die Notwendigkeit eines Mindestlohns für Gefangene hier mehrfach schon geführt. Wir haben die Diskussion darüber geführt, dass eine Einbeziehung in die Sozialversicherung von Gefangenen notwendig ist, um Armut im Alter zu vermeiden. All das spielt bei Ihnen keine Rolle. Ebenso spielt keine Rolle ein Projekt, das wir auch in den Haushaltsberatungen jetzt beantragt haben, mal ein Projekt durchzuführen, wie auch Gefangene teilhaben können an modernen Kommunikationsmedien, wie z.B. dem Internet. Da ist sicherlich, wenn Sie die Technisierung und die Elektronik in Ihrer Regierungserklärung so hochloben. Dort ist ein Bereich, wo wir mal neue Wege beschreiten könnten, um herauszufinden, wie wir auch mit Strafgefangenen und neuen Medien arbeiten könnten. Aber auch dem haben Sie selbstverständlich nicht zugestimmt. Ein paar Bemerkungen zur baulichen Situation. Da wird zwar etwas jetzt angegangen, das will ich nicht bestreiten, was unsere Justizvollzugsanstalten anbelangt, aber der Sanierungsstau im hessischen Justizvollzug ist doch mittlerweile so heftig, dass wir ständig davon hören, dass es durch Dächer regnet, der Wind pfeift durch die Fenster, Wasserleitungen sind marode. Wir fordern, wie der Bund der Strafvollzugsbediensteten auch, eine vollständige Mängelbilanz und ein Bausanierungskonzept, das schnell greift und nicht nur für eine Legislaturperiode trägt, sondern langfristig wirkt. Meine Damen und Herren, ich finde es z.B. unerträglich, dass in Wiesbaden im Jugendvollzug Zellen existieren und genutzt werden, die einfach verglaste, undichte Fenster haben, die Toilette mit im Raum haben und dabei gerade knapp über 6 Quadratmeter groß sind. Das Europäische Komitee zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung hält eine Mindestgröße von 7 Quadratmetern für angemessen. Wir reden über Wiesbaden. Meine Damen und Herren, nicht nur Justizstandorte, sondern auch die Justizstruktur muss neu reinvestiert werden. Wir erinnern uns alle an die Debatte der Schließung der Gerichtsstandorte. Wir müssen als Rechtsstaat diesen Rechtsstaat auch finanzieren. Wir haben im Jahr 2011 bzw. Sie haben im Jahr 2011 10 Gerichte geschlossen. Justiz wurde aus der Fläche abgezogen und damit geschwächt. Eingespart haben Sie damit rein gar nichts.
Es wurde lediglich umverteilt auf die Schultern der Rechtssuchenden, die jetzt Kosten und Mühen aufwenden müssen und weite Wege zurücklegen müssen. Und jetzt wollen Sie die Justiz in den Flächenkreisen stärken, indem Sie eine neue Dienstleistung aufbauen. Entschuldigen Sie, dass ich dies immer noch auf Deutsch sage und nicht über Digital Service Points rede. Sie schaffen eine Auskunftsstelle, bei der Bürgerinnen anrufen können oder einen Brief schreiben können. Und Zitat von Ihnen aus dem letzten Jahr, von einer versierten Person direkt und schnell Hilfe erhalten sollen. Das ist jetzt wirklich nahezu revolutionär. Ob die Bürgerinnen und Bürger, die sich erfolglos damals gegen die Schließung der Gerichtsstandorte gewehrt haben, Ihnen zustimmen, dass dies eine Stärkung der Fläche sei, steht auf einem ganz anderen Blatt und wage ich auch zu bezweifeln. Und dann reden Sie hier wieder über Respekt, anscheinend ein Lieblingswort dieser Landesregierung. Was davon zu halten ist mit dem Respekt, erleben wir in diesem Hause regelmäßig. Und der Innenminister schafft es ja selbst in Karnevalsveranstaltungen, diese respektvolle Haltung der Landesregierung gerade gegenüber den Schwächsten der Gesellschaft zum Ausdruck zu bringen. Auch hier deutlich mehr Schein als Sein. Aber vielleicht wollen Sie das ja, das überlange Gerichtsverfahren in Hessen damit korrelieren, mit überlangen Zeiten zur Beantwortung unserer Fragen an die Landesregierung. Das kann sein, dass Sie das so wollen. Aber mit Respekt hat das nun wirklich überhaupt nichts zu tun. Meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Kühle-Hörmann, ich will noch zwei Aspekte ansprechen, von denen ich mir gewünscht hätte, dass Sie einmal in einer Regierungserklärung etwas Neues sagen. Das eine ist die strukturelle Unabhängigkeit von Gerichten und Staatsanwaltschaften. Der Deutsche Richterbund und die Neue Richtervereinigung fordern bereits seit Jahren eine selbstverwaltete Justiz, wie sie in fast allen Staaten Europas schon üblich ist. Dazu wäre mir eine Positionierung wichtig gewesen, weil unserer Auffassung nach müsste dazu Folgendes geschehen. Erstens. Das Justizministerium ist nicht mehr weder für Personal noch für Verwaltungsaufgaben in der Justiz länger zuständig. Zweitens. Bei Personalfragen werden wir als Parlament selbstverständlich beteiligt. Drittens. Verwaltungsaufgaben, die Gerichte betreffen, werden ausschließlich von den Richterinnen und Richtern selbst wahrgenommen. Und viertens. Wir sind für eine Abschaffung des gestaffelten Besoldungssystems, der damit verbundenen Hierarchisierung in der Justiz. Alle Richterinnen und Richter sollten grundsätzlich gleich besoldet werden, wobei ein System von gestaffelten Alterszulagen eingeführt wird. Meine Damen und Herren, über solche Projekte einmal mit Ihnen zu diskutieren, wäre denn wirklich zielführend und hätte Neuigkeitscharakter. Eine letzte Bemerkung kann ich mir anhand des Desasters in diesem ach so modernen Staat mit der fortgeschrittenen Digitalisierung nun auch nicht verkneifen. Das fällt zwar nicht in Ihren Zuständigkeitsbereich, sondern für das Anwaltspostfach sind Bundesrechtsanwaltskammer und Bundesjustizminister verantwortlich. Aber in einer Regierungserklärung der Justizministerin zu Beginn dieses Jahres, wo eine Blamage ohnegleichen alle Anwälte zu Ende letzten Jahres getroffen hat, die sich in die Moderne begeben wollten und ein elektronisches Anwaltspostfach einrichten sollten, das so zu erleben, dass kurz vor knapp wiederum herausgefunden vom Chaos Computer Club, festgestellt werden muss, dass niemand in der Lage ist, offensichtlich eine Software so zu schreiben, dass sie auch wirklich sicher ist.
Wieder einmal ist ein Softwareprojekt völlig schiefgegangen. Es hat schon bei den Spezifikationen angefangen, die offenbar völlig unzureichend waren. Dann sind völlig veraltete Softwarebibliotheken verwendet worden. Den Grundkurs in Sachen Datensicherheit haben die Entwickler vermutlich erfolgreich verdrängt. Sehr verehrte Justizministerin, dazu hätte ich mir einmal eine Erklärung gewünscht, wie man das verhindert und wie man da einmal vernünftig weiterkommt. Das hätte eine Regierungserklärung vielleicht dann auch in meinen Ohren als sinnvoll erachtet. So war es das auf keinen Fall. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Blechschmidt für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, Frau Ministerin, Herr Kollege Bellino, es wäre auch mein Wunsch gewesen, dass man über das BEA mal hätte reden können, weil das, was die Anwaltschaft, ich mit meinem Beruf am 22.12. erlebt habe und was bis heute fortdauert, sehr wohl Auswirkungen auf die Jahre 2020, 2026 und die ganze Digitalisierung der hessischen Justiz hat. Mein Einstieg wäre ein anderer gewesen, Frau Ministerin. Ich will dann, wenn die LINKEN darauf eingehen, das wird ein kleiner Schwerpunkt meiner Rede sein, das vorwegnehmen. Ich habe mir Ende des Jahres überlegt, es kommt eine Regierungserklärung. Ab dem 22.12. war ich gewiss, sie kommt. Unter dem Gesichtspunkt BEA, unter dem Gesichtspunkt Datenschutz, unter dem Gesichtspunkt der ehrgeizigen Ziele, unter dem Gesichtspunkt, dass die Generation der Juristen, die ich vertrete, plus minus einiger Jahre, die seit den 90er Jahren als Richter und verantwortlich als junge Juristen das vorangetrieben haben, frustriert, enttäuscht sind und viele sagen, das erleben sie nicht mehr bis zu ihrer Pensionierung, dass wir papierlos im Gerichtssaal arbeiten können. Deshalb hätte ich mir gewünscht, in der Tat, dass das der Schwerpunkt heute wird. Ich habe, bevor BEA kam, überlegt, was könnte kommen. Die Haushaltsdebatte haben wir hinter uns. Darauf will ich nicht eingehen. Wir haben die Große Anfrage der SPD, wo viele Punkte sehr gut beantwortet wurden, wo ich auch wohlgefälliger argumentiert habe in Sicht auf das Justizministerium behandelt, auch Opferschutz. Wir haben vieles gehabt. Wir haben die Landtagswahl vor uns. Wir könnten über das Mehrpunkteprogramm der Ministerin reden, über das, aber was Haushaltsberatung und Große Anfrage schon war, und dann insgesamt feststellen, dass die Koalition sich lobt. All das hätte ich erwartet. Ab dem 22.12. war die Erwartungshaltung anders. Ich möchte gleichwohl auf wichtige Aspekte, die mir bei den Vertretern der Opposition ein bisschen verlustig gegangen sind, die sehr wohl ein Lob beinhalten, eingehen, weil in der Tat Justiz stärken, Vertrauen sichern, durchweg mit Rechtsstaat zu tun haben. Bevor ich auf diesen Gesichtspunkt eingehe, möchte ich zumindest einen Aspekt, den ich bei all den großen Anfragen, der Großen Anfrage und der Haushaltsdebatte gemacht habe. Ich möchte auch eingangs noch einmal ausdrücklich meinen Dank an alle Mitarbeiter der Justiz richten. Das war in den vorgehenden Redebeiträgen vorwiegend die Richter, die Rechtspfleger. Die Anwälte hatte ich wohlweislich vergessen, weil ich selbst einer bin. Aber wir vergessen auch manchmal, dass wir die Wachtmeistereien und Notare auch, ja, aber die Notare dürfen sich nicht selber loben, die Anwälte dürfen das ein bisschen. So, und die Justizvollzugsangestellten und viele mehr, aber auch die Gerichtsvollzieher mal anführen, die alle Rechtsstaat leben und die unsere Justiz ausmachen. Und insofern trifft es zu, dass der Rechtsstaat, den Sie in Ihrer Rede angeführt haben, heute in den Mittelpunkt gehört. Rechtsstaatlichkeit in Deutschland sind viele Facetten, auch die Digitalisierung, die ich jetzt eingangs erwähnt habe. Deutschland genießt einen sehr hohen Wert international. Im internationalen Vergleich, das muss man sich einmal vor Augen führen, sind wir von 113 Staaten auf der 6. Stelle. Aber auch die Digitalisierung ist dort eine Facette, die künftig mit einpflegen muss. Ich hatte mir erst überlegt, Frau Ministerin, weil Sie ein schönes Zitat in Ihrer Rede haben, Sie zu zitieren. Ich habe dann aber den alten Gustav Radbruch, den wir beide als Juristen kennen, mit 1946 gefunden, der gesagt hat,
Demokratie ist gewiss ein preiswertes Gut. Rechtsstaatlichkeit ist aber wie das tägliche Brot, wie Wasser zum Trinken und wie Luft zum Atmen. Und das Beste an der Demokratie, gerade dieses, dass sie nur geeignet ist, den Rechtsstaat zu sichern. Und in diesem Mittelpunkt haben Sie auch Ihre Rede gestellt und alle Facetten beleuchtet. Auf die komme ich dann noch einmal zurück. Ich bin den Linken, schade, dass Herr Wilken nicht mehr da ist, fast dankbar, oder Sie müssten dankbar sein, dass die Linken insbesondere die Debatte, die immer wieder hochkam mit dem Bagatellstrafrecht, so entsprechend in den Mittelpunkt gestellt haben. Frau Kollegin Wissler, ich habe ein Interview mal vor einer Woche gehört. Ich vertrete da eine andere Auffassung, die ist aber eher anwaltsgeübt, weil ich in über 25 Jahren weiß, wer wann und wie bestraft wird und wann selbst der mildeste Richter keine Möglichkeit mehr sieht, jemanden ins Gefängnis zu schicken. Ich möchte auch im Hinblick auf das, was in Berlin diskutiert wird, auch in meiner Partei diskutiert wird, eine gewisse Nachdenklichkeit haben. Und wenn, dann möchte ich die Reform insgesamt geführt wissen und nicht von Einzelaspekten herausgeschnitten geführt werden. Weil wir müssen dann auch darüber reden, ob Fahren ohne Führerschein, wo zum 6., 7. Mal einer nicht ohne Führerschein fährt, auch bagatellisiert werden soll. Da vertrete ich persönlich eine ganz andere Auffassung. Parteiintern in der FDP ist eine gewisse Gemengelage gegeben. Da warten wir die Diskussion ab. Aber ich warne davor, einen Einzelaspekt unter einem sogenannten Bagatellstrafsache rauszuholen, zu diskutieren. Wenn, muss der Gesamtaspekt aufgeräumt werden, ob wir uns heute leisten können, zu bestrafen, wo andere Mittel zur Verfügung stehen. Die Diskussion muss man allgemein führen, aber nicht, indem man einzelne Punkte schon sagt, ja, und bei anderen auch nein, sagt die Diskussion, würde ich gern mit Berlin in einem gemeinsamen großen Kontext führen. Und der wäre wichtig und nicht nur das Schwarzfahren betrifft, auch der einfache Diebstahl. Habe ich auch Fragen, weil ich weiß, wer auch mit einfachem Diebstahl gerade bei Jugendlichen mal sanktioniert werden muss. Aber die Diskussion sollten wir als Gesetzgeber führen. Nämlich, da hat auch Fritz Bauer gesagt, ich sage das so deutlich, der Gesetzgeber muss reden wie ein Philosoph und handeln wie ein Philosoph, aber seine Sprache muss manchmal sein wie ein Bauer. Das heißt, der Einzelne muss verstehen, was zu sanktionieren ist, was bestraft wird, dass er sich sein Leben entsprechend ausrichtet. Ich komme jetzt zu dem, was ich, wie ich Ihre Rede gestern Abend gelesen habe, so als bei schönem Wetter, das wir heute hatten, als einen großen Strauß von ja, Themen rechtspolitischer Natur, innenpolitischer Natur begriffen habe, einen großen Strauß, wo unterschiedliche Blüten dabei sind. Da sind Blumen dabei, die im eigenen Garten gewachsen sind. Da sind Blumen dabei, die im fremden Garten gewachsen sind. Da sind Blumen dabei, die winterbedingt im Treibhaus übernächtigt haben, damit sie einfach schön blühen. Und in einem Mittelpunkt steht eine Rose oder eine Distel. Das ist die Bagatellstrafsache. Da weiß keiner, ob er sie anfasst und wie er sie anfasst. Und muss er dann entscheiden, ob er sie im Mittelpunkt stellt oder die Distel aus dem Schönen rausbringt. Ich habe schon deutlich gemacht, ich persönlich vertrete die Auffassung, dass die Distel da nicht reingehört, damit dieser Strauß abgearbeitet werden kann. Zum Strauß selber haben eigentlich einige von meinen Vorrednern das schon angeführt. Ich finde sehr gut Ihre Ausführungen zum Extremismus, Rassismus und Antisemitismus, gerade auf unserer Geschichte, aber auch gerade, ich komme aus dem Hochtaunuskreis, wir haben eine Partnerschaft mit Gilboa in Israel, wo wir aktuell Partnerschaft leben, auch damit, das mit dem Namen Fritz Bauer zu verbinden, weil es deutlich macht, dass dort ein Scharnier gegeben ist zwischen Vergangenheit und Gegenwart und dass wir das Thema nicht aus den Augen verlieren können. Wir haben andere Themen bis hin zum Brexit, Schule des Respekts im Verhältnis zur Jugendkriminalität, die Sie angerissen haben, auf die ich nicht eingegangen bin und eingehen werde in Anbetracht der Zeit, sondern ich will wirklich den Aspekt BEA und Justiz am Ende noch einmal anführen, weil er ein wichtiges Punkt ist, wo wir meines Erachtens die nächsten Jahre gefordert sind und auch alle Mitarbeiter der Justiz auf diesen Landtag gucken, wie er mit dem Thema umgeht. Ich, meine Fraktion, und das steht bei uns im Landtagswahlprogramm drin, wie wahrscheinlich bei Ihnen auch, wollen den papierlosen Gerichtssaal. Wir wollen E-Justice. Wir setzen uns dafür ein, dass Anwälte und Bürger mittels einer modernen Kommunikationsmittel mit der Justiz kommunizieren können. Unser Ziel ist daher der papierlose Gerichtssaal. Wir wollen den elektronischen Rechtsverkehr weiter ausbauen. Dies erfordert die Bereitstellung der notwendigen personellen, sachlichen Ressourcen, alles, was damit zusammenhängt.
Dieser Programmpunkt von uns muss nicht umgeschrieben werden, aber ich würde in die Fraktion, die Partei reinwirken, dass er präzisiert wird aufgrund der Ereignisse vom 22.12. Der Kollege Wilken hat sie angeführt, als das, was ab dem 01.01.18 eigentlich ein Muss wäre, dass die Anwälte elektronisch kommunizieren können, nicht mehr möglich ist. Die Anwaltskammer, Bundesrechtsanwaltskammer hat den elektronischen Verkehr eingestellt aus Sicherheitserfordernissen. Das muss uns zu denken geben, weil bei allen Diskussionen, die wir auch in diesem Hause geführt haben, in Hessen geführt haben, immer wieder gesagt haben, die Vorlaufzeit seit Herbst 2016 freiwillig, ab dem 01.01.2018 mit den Anwälten und den Gerichten, und Hessen ist da im Gegensatz zu anderen Bundesländern abgedeckt, sehr gut abgedeckt, muss funktionieren, damit der Staat in Hessen 2020 und 2026 zum Tragen kommt. Da habe ich erhebliche Bedenken, die man, wenn man sich mit beschäftigt, einfach von dem Datenschutz her zu betrachten sind. Ich habe aber auch erhebliche Bedenken, ob das, was mit großem Elan wir alle in der Politik gefordert haben, digitalisiert im weitesten Sinne, nicht jetzt zu einem Frustmoment kommt, wo all diejenigen, die in der Generation, sogar jünger, dieses Thema positiv vorantreiben, dieses Thema weiter positiv begreifen wollen. Ich habe allergrößte Bedenken, weil diejenigen, die bisher positiv das Thema begleitet haben, nachdenklich werden, kritisch werden. Ich habe den einen anderen mit mir befreundeten Richter oder Direktor, nicht Namen nennen, zitiert, der deutlich sagt, Blechschmidt, ich glaube, in den nächsten 10 Jahren tut sich da nichts mehr. Auf der anderen Seite sagt, Gott sei Dank ist es den Anwälten passiert und nicht den Richtern, sonst wäre der Aufschrei noch umso größer. Ich glaube, dass das unser großes Ausrufezeichen in der Justiz sein muss. Und deshalb, Frau Ministerin, freue ich mich auch, dass Sie die Kleine Anfrage, die wir als FDP gestellt haben, so schnell am 19.01. beantwortet wurde, weil das der Ansatzpunkt sein muss, wo wir hier im Landtag darüber reden müssen, ob wir das, was wir in tollen Worten viele Jahre, 15 Jahre artikuliert haben, greifbar ist und ob wir feststellen müssen, dass der Status quo, der bei den Gerichten herrscht, dass Elektronik verschickt wird, wie teilweise sogar bei den Notaren üblich, die Wachtmeisterei und die Geschäftsstelle ausdruckt, wieder einscannt und den Ausdruck dem Richter, Rechtspfleger oder Geschäftsstellenbeamten vorlegt, weiter hier Einzug hält oder ob wir wirklich eine Chance haben, in absehbarer Zeit 2020 bis 2026 das zu realisieren, was überall sehr schön und plakativ argumentiert wird. Ich befürchte, dass die Kritiker, die schon immer kamen, Oberhand bekommen, dass das Thema negativ belegt wird. Meine Fraktion wird alles dafür einrichten, dass dieses Thema positiv belegt wird. Ich bitte Sie, Frau Ministerin, auch vielleicht bei der nächsten Regierungserklärung, die alsbald kommen wird, vielleicht mit der Thematik da mal den Gesichtspunkt darauf zu richten, weil das eines der Zukunftsthemen der Justiz sein muss, ungeachtet der Themen, die die anderen Kollegen angerissen haben, die sie selber angerissen haben. Aber das Thema Elektronik, Digitalisierung ist das Thema für uns Liberale, für uns alle, was das wichtigste Thema überhaupt ist. Danke schön. Vielen Dank. Das Wort hat Kollege Honka, CDU-Fraktion. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Das eine oder andere, was ich eben von den Rednern der Oppositionsfraktion gehört habe, verleitet oder würde mich fast zu einer Replik verleiten. Auf der anderen Seite verdient es nicht zu stark erwähnt zu werden, sondern das Licht auf das zu lenken, was Gutes in diesem Haus geschieht durch unsere Koalitionsfraktion und aber auch, worauf unsere Justizministerin eben rekurriert hat. Meine Damen und Herren, Rechtsstaat ist häufig ein sehr abstrakter Begriff für viele Menschen in unserem Land. Sicherheit ist ein vielschichtiger Begriff für uns im Umgang in der Politik. Sicherheit ist in vielfältiger Art und Weise gefährdet. Aber ich glaube, dass unsere Regierungskoalition zeigt, dass wir diese vielfältigen Gefährdungslagen versuchen anzugehen, versuchen mit jeweils spezifischen Antworten anzugehen, um damit die Sicherheit zu stärken. Und Sicherheit als Gefühl bei den Bürgern ist ein Punkt,
beim Gefühl, ob der Rechtsstaat auch funktioniert. Dazu haben wir in den vergangenen Jahren die Polizei ausgebaut. Wir haben in den Verfassungsschutz investiert. Aber wir haben auch in die Köpfe und die Gebäude der Justiz investiert. Und das wird in den kommenden Jahren in verstärktem Maße noch angegangen mit dem Doppelhaushalt. Ein kurzer Blick zurück. Und ich hatte es eben dem früheren Justizminister Kollegen Hahn gesagt. Kipp und Kuck waren zu ihrer Zeit damals die richtigen Antworten auf die damaligen Herausforderungen. Und heute stehen wir vor neuen Herausforderungen. Und deswegen geben wir heute neue Antworten auf neue Herausforderungen. Und die geben wir an. Die gehen wir an, weil das Motto, nur eine starke Justiz schafft Sicherheit, bedeutet für uns, dass wir eine starke Justiz schaffen müssen. Und die schaffen wir. Wir denken dabei nicht nur in den großen Schlagzeilen mit dem, was immer groß im Lichte gerne steht, wenn spektakuläre Verfahren drohen, sondern wir versuchen auch immer die vermeintlich kleinen, die vermeintlich unauffälligen Themen, die aber wichtig sind, mitzudenken, auch z.B. im Bereich Opferschutz, auch wenn es die Kollegin der SPD gerne dort anders sehen würde. Aber auch dort sind wir aktiv, und Frau Kollegin Förster-Heldmann hatte das angesprochen. Im Detail hatten wir im Dezember in der zweiten Lesung zum Haushalt, hatte ich ja auch die Zahlen angeführt, wie viele Stellen wir schaffen wollen in den kommenden zwei Jahren für Richterinnen und Richter, für Staatsanwälte und für entsprechendes Folgepersonal. Wer das noch einmal nachlesen möchte, dem empfehle ich es dort nachzulesen. Der einen oder anderen, dem kann es, glaube ich, nicht schaden. Nur noch einmal die große Zahl vorangestellt. 234 Stellen insgesamt stehen für die kommenden beiden Jahre an. Sie neu zu schaffen. Und ja, im Bereich der Stellen der Verwaltungsgerichtsbarkeit, der Brief hat mich natürlich auch erreicht, Herr Kollege Dr. Wilken. Und ich glaube aber, dass das Thema mit dem Sperrvermerk auf diesen Stellen für die Verwaltungsgerichte gar kein so großes Problem ist, denn dass ein Bedarf an Rechtsprechungskraft in diesem Bereich da ist, das ist, glaube ich, unwidersprochen. Und das leuchtet dort auch ein, sicherlich dann auch im Finanzministerium, sodass der Sperrvermerk jeweils im Einzelfall nicht das Problem ist, sondern wir schauen müssen, so wie in den vergangenen Jahren, ausreichend Richterinnen und Richter, die qualifiziert sind, rasch zu gewinnen, um die Stellen zu besetzen. Das haben wir in den vergangenen Jahren immer gut geschafft. Und ich glaube, das werden wir auch 2018 und 2019 schaffen. Ich hatte es zu Beginn gesagt, so abstrakt der Begriff manchmal ist, Rechtsstaat, und so vielfältig die Herausforderungen sind, so vielfältig sind auch unsere Antworten darauf. Ich will nur ein paar Stichworte jetzt aber einzeln herausgreifen. Das ist die allgegenwärtige Digitalisierung, wie hätte es anders sein können. Die Bekämpfung von Extremismus, der Brexit, Stichwort Asylverfahren selbstverständlich. Jugendkriminalität ist ein ganz wichtiges Thema, schon seit vielen, vielen Jahren hier im Parlament und zum Glück meist dann nicht so streitig diskutiert, wie es sich im Moment hier vielleicht anhört. Strafvollzug oder auch Opferschutz. Ja, Digitalisierung ist ein wichtiges Thema. Es ist ein technisch gesehen auch sehr teures Thema, das wir angehen müssen und angehen, seit Jahren schon angehen. Und die Lehren aus dem, was rund um Weihnachten und den Jahreswechsel beim besonderen elektronischen Anwaltspostfach geschehen ist, müssen uns eine Lehre sein. Aber es ist der vollkommen falsche Punkt, jetzt zu sagen, auf der einen Seite, da trägt die Justizverwaltung Schuld dran, ausnahmsweise in dem Bereich definitiv auf keinen Fall. Auf der anderen Seite, natürlich können auch wir aus Landesjustizverwaltung daraus lernen, weil wir wollen ja nicht nur, dass ein kleines Amtsgericht am Ende gut funktioniert elektronisch, sondern alle Gerichte in Deutschland müssen dann über Landes- und Instanzengrenzen hinweg zusammen digital wirken können. Und das ist eine Herausforderung, der sich die Justizverwaltung stellt. Wir z.B. hier in Hessen allein in den kommenden zwei Jahren, jetzt 2018, 2019, mit 11 Millionen Euro in diesem Bereich zur Entwicklung der entsprechenden Verfahren, dass sie dann auch funktionieren. Digitalisierung bedeutet aber auch, und da haben wir bereits mehrfach hier aber auch schon darüber diskutiert, was passiert in den sogenannten sozialen Netzwerken. Mir persönlich gefällt da die Aussage oder die Namensnennung von Professor Ronellenfitsch ganz gut, der in dem Zusammenhang gerne von den asozialen Netzwerken spricht. Was passiert dort? Hass im Internet. Themen, die uns nicht loslassen, die nicht alleine justizspezifisch sind, sondern gesellschaftsspezifisch sind. Die Frage, wie gehen wir damit um? Und ich möchte an der Stelle nur einmal daran erinnern, dass es z.B. auch unsere Justizministerin war,
die in diesem Bereich immer wieder in den vergangenen Jahren aktiv war, aktiv dranbleibt. Ein Thema, das z.B. heute noch gar nicht zur Sprache gekommen ist, gesetzgeberisch vorzugehen gegen die sogenannten Botnetze, auch ein Thema, um dann z.B. dort überhaupt wieder schlagkräftig zu werden und den Verbrechern dort ihre Netze aus der Hand zu reißen. Das sind wichtige Themen, vielleicht etwas in Vergessenheit, manchmal vielleicht auch zu technisch oder zu spröde für die Diskussion, aber sie sollen hier nicht vergessen gehen. Bekämpfung von Extremismus als weiteres Stichwort ist genannt worden. Auch dort geht unsere Landesregierung auf verschiedenen Ebenen die verschiedenen Probleme an. Wir haben mit dem VPN einen guten Partner dort. Wir machen in den Justizvollzugsanstalten ein eigenes Programm, NEDIS, das Netzwerk zur Deradikalisierung im Strafvollzug. Das heißt, wir gehen die Probleme an, dort, wo wir sehen, dass sie entstehen, und dort handeln wir dann auch entschieden. Thema Brexit ist für uns ein Thema, das wir vor allen Dingen am Standort Frankfurt angehen wollen, weil natürlich der Justizstandort Frankfurt ein guter Standort, unser wichtigster Aushängeschild an Justizstandorten für das Ausland ist. Wir wollen dort, auch das hat Frau Kollegin Förster-Heldmann angesprochen, natürlich mit der Frage ringen, da stellt uns das Gerichtsverfassungsgesetz mit der Gerichtssprache Deutsch noch eine gewisse Hürde. Wie gehen wir mit englischsprachigen Verfahren um? Wie schaffen wir es, diese hier zu uns zu holen? Aber ich glaube, dort werden wir insgesamt auf einem guten Wege sein. Und insofern schaffen wir dort nicht nur Stellen, sondern Kompetenz, ein Aushängeschild für unser Bundesland und damit Hessen insgesamt ein Aushängeschild für die Republik Deutschland. Aber gestatten Sie mir insofern auch ein Wort noch an die Stadt Frankfurt, weil wir haben es ja gerade neulich gehört, das Land wird jetzt viel Geld dort investieren für neue Gebäude, die dringend notwendig sind. Aber wenn ich mir das ehemalige Polizeigefängnis in der Klapperfeldstraße anschaue, dann glaube ich, könnte die Stadt Frankfurt dort auch einmal ihre Haltung ändern zum Bestand dieses Gebäudes. Denn den Eindruck, den dieses Gebäude heute macht, direkt an den Haupteingang des Oberlandesgerichts grenzend, ist auf internationale Besucher, die vielleicht nicht nur im Römer eingehen, sondern die wir dort auch am Rechtsstandort haben wollen, doch ein gewisses Bedenkliches. Bitte. Jetzt, ich hatte eigentlich damit genau gerechnet, dass so ein Zwischenruf kommt, muss Ihnen aber gestehen, jetzt bin ich weder Wissenschaftler noch Künstler, deswegen traue ich mir jetzt zu diesem Aspekt dazu, nur das zu sagen, was ich eben gesagt habe. Thema Asylverfahren ist bereits angesprochen, aber auch dort geben wir nicht erst Antworten heute, sondern bereits im Jahre 2015 haben wir angefangen, Stellen zu schaffen für insgesamt 4 neue Kammern an den Verwaltungsgerichten im Jahr 2016, also bereits vor 2 Jahren. Da, wo andere Länder noch gewartet haben, da sind wir bereits aktiv geworden. Jugendkriminalität als Stichwort. Ich hatte es angesprochen, die Häuser des Jugendrechts sind hier im Hause im Rund unbestritten. Der Erfolg, es ist gut, was Sie geschafft haben. Ich finde es sehr gut, dass wir sie ausweiten wollen, Standorte angedacht und immer weiter vorangetrieben, z.B. auch Offenbach, Kassel oder Hanau, also nicht nur Frankfurt dann komplett abdeckend. Und jetzt noch in einem weiteren Schritt das sogenannte virtuelle Haus des Jugendrechts, mit dem wir auch in Landkreise gehen wollen, ohne dass wir ein Gebäude dort brauchen, aber dort dann auch diese Erfolge, die wir in den bestehenden Einrichtungen haben, die Erfahrungen, die wir dort gewinnen haben, sie zu übertragen auf die dort herrschenden Strukturen. Justizvollzug, ich hatte es angesprochen, NEDIS, das Netzwerk zur Deradikalisierung im Strafvollzug. Wir investieren in die Gebäude, aber auch ein Punkt, den wir in der vergangenen Wahlperiode begonnen haben, die Seelsorge für muslimische Gefangene. Ein wichtiger Punkt, weil gerade wenn wir über Deradikalisierung reden, wenn wir über gesellschaftliche Probleme reden, dann müssen wir aktiv sein. Und ich glaube, es ist gut für unseren Rechtsstaat, dass er dort bei aller religiöser Neutralität, die er hat, Angebote schafft, Ansprechpartner schafft und dort aktiv ist. Und wir hatten ja im Rechtsausschuss im vergangenen Jahr all die Seelsorger, die in den Justizvollzugsanstalten aktiv sind, zum Gespräch, haben uns mit ihnen ausgetauscht und konnten damit ein bisschen lernen von dem, was dort passiert. Die beste Art, Kriminalität zu bekämpfen, ist allerdings, wenn dann Kriminalität gar nicht erst entsteht, wenn keine Kriminalität vorliegt und damit auch kein Opfer entsteht. Und damit bin ich beim Opferschutz, der in Hessen in der Form des Landespräventionsrates eine sehr lange Tradition hat und eine sehr gute Tradition hat. Ich möchte aber nicht nur beim Landespräventionsrat stehen bleiben, sondern
auch auf die kommunalen Präventionsräte hinweisen, in denen eben nicht nur die staatlichen Akteure beteiligt sind, sondern auch ganz viele Ehrenamtliche beteiligt sind, aus Vereinen, aus der Mitte der Gesellschaft, die dafür sorgen, dass dort, wo Probleme vor Ort entstehen, diese gelöst werden, entschieden angegangen werden. Und denen gilt es auch zu danken, diesen Ehrenamtlichen, das, was sie dort leisten, weil das ist auch gelebtes Miteinander in unserem Land. Thema Opferschutz ist angesprochen worden. Ja, wir werden, damit es auch noch einmal ein paar Zahlen gibt für den einen oder anderen, der es nicht glauben kann, wollen dort im Bereich der Opferhilfevereine den Ansatz noch einmal um 100.000 € jetzt erhöhen. Und ein weiteres Mal 100.000 € stehen dann zur Verfügung für ein gezieltes Projekt zum Schutz vor häuslicher Gewalt. Ich glaube, auch ein Themenpunkt, der ganz wichtig ist. Frau Ministerin hat es angeführt, die Schule des Respekts als weiteres neues Pilotprojekt jetzt hinzugekommen, um an Jugendliche heranzutreten. Und etwas anderes Kreatives, was ja auch in dieser Wahlperiode geschaffen wurde im Bereich der Justiz, die Rechtsstaatsklassen. Ein Erfolgsprojekt, in dem wir, beziehungsweise nicht wir als Politik, sondern Richterinnen und Richter, Staatsanwälte, also Bedienstete unseres Rechtsstaates, Gesichter unseres Rechtsstaates, die Flüchtlingen erklären, was ist unser Rechtsstaat, wie funktioniert unsere Gesellschaft, was bedeutet Gleichberechtigung von Mann und Frau in unserem Land, das Recht auf freie Meinungsäußerung. Elementare, ich hätte es fast gesagt Neudeutsch Basics, aber irgendjemand muss sie rüberbringen und so glaubwürdig, wie es Richterinnen und Richter tun können. Ich glaube, glaubwürdiger kann das gar niemand tun. Von daher denen schulden wir großen Dank und Respekt. Beim Thema Sicherheit möchte ich abschließend aber auch einen Dank aussprechen oder beziehungsweise noch einmal einen Hinweis darauf lenken, dass wir nicht nur nach außen schauen, sondern wir auch an die denken, die für uns, die uns schützen, die für uns als Staat dort den Kopf hinhalten, die Polizistinnen und Polizisten in unserem Land oder auch ehrenamtliche Rettungskräfte in den Freiwilligen Feuerwehren. Wer sich die Bilder vor Augen führt von der Eröffnung der Zentralbank EZB in Frankfurt hier im März 2015 und erst recht die Bilder aus Hamburg aus dem vergangenen Jahr, der sieht, mit welch hoher Gewalt der eine oder andere meint, die Meinungsfreiheit auf die Straße tragen zu müssen. Das ist nicht die Meinungsfreiheit, wie wir sie verstehen. Das ist falsch. Und deswegen sind wir froh, dass die Hessische Initiative zum Schutz für Rettungskräfte dort aufgegriffen wurde vom Bund und dass die Kernforderung, die wir als Land gestellt haben, eine gescheite Mindeststrafe für Angriffe gegen Polizisten, Rettungskräfte oder Feuerwehrleute geschaffen wurde und dass das klar macht, dass wir Angriffe auf Einsatzkräfte, die für unser Land, für unseren Rechtsstaat Gesicht zeigen, nicht akzeptieren wollen. In diesem Sinne kann ich meine Rede beenden, weil ich glaube, dass der Rechtsstaat vielfältigen Herausforderungen gegenübersteht. Ich habe jetzt versucht, noch unsere Aspekte noch ein bisschen noch einmal hervorzustellen, welche vielfältigen Antworten wir versuchen, auf die unterschiedlichen Herausforderungen zu geben. Ich möchte aber nicht schließen, ohne auch für die CDU-Fraktion noch einmal ausdrücklich denen zu danken, die als Richterinnen, als Staatsanwälte, als Gerichtsvollzieher an der Justizkasse, an der Pforte, wo auch immer sie tätig sind, tagtäglich dafür sorgen, dass unser Rechtsstaat funktioniert. Auch nicht die Polizistinnen und Polizisten vergessen wollen oder den allgemeinen Vollzugsdienst in den Justizvollzugsanstalten. Das sind alles Menschen, die unserem Staat an dieser Stelle ein Gesicht geben, ein gutes Gesicht geben, ein menschliches Gesicht geben und dass die Menschen in Hessen sicher leben können. Und dass sie das tun und dass die Mehrheit der Menschen das auch so fühlt, dass sie in diesem Land sicher lebt, das zeigen auch die Zahlen aus dem letzten Hessentrend des Hessischen Rundfunks von Anfang dieses Jahres. Von daher glaube ich, dass es vielfältige Antworten bedarf auf die zukünftigen Herausforderungen. Die, die wir im Moment haben an Antworten, das haben wir dargestellt. Der Rechtsstaat ist bei uns in guten Händen. Hessen ist in einer guten Verfassung. Hessen bleibt sicher mit einer starken Justiz. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit ist die Regierungserklärung zu Tagesordnungspunkt 2 gehalten und debattiert.